Go get Tons. Ja, da muss man auch wenig mehr schnalken, weil diese ganzen, wo das Team jetzt zurückläuft und so, ist ja im Endeffekt egal. Geht schnell, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht zu schnell gelaufen, geblitzt oder so. Heute ist es warm, macht langsam. Es ist warm, macht langsam. Buds. Ich sehe hier drauf echt nur grün und grün. Ja, das geht, ich kann das nicht mehr. Da muss das einfach so bleiben beim Sehen. Das geht nicht anders. Ja, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob man da knapp nicht. Ah, das ist okay. Ja, man macht gut auf. Warum ist der schief? Banane? Ja, ist gut. Hey, yeah. Ja, alles gut.
komme ich nicht dran. Ja, das ist so. Irgendwo da kommt der runter. Und da, boah, schön genommen. Max ist schön laut, das ist gut. Max ist schön laut, das ist gut. Gut, Leihoff. Bleiben last. Make it half two. Put it in the group chat. Make it half two. Second quarter then. Ja, Grün gewinnt. Ja. Das ist Pause, ne? Ne, soll ich jetzt Pause machen oder? Soll ich Pause, Start-Stop oder? Ja, ich lass das. Ich folge einfach dem Ball. Ein Viertel, dann mache ich wieder noch erst. Weil wir zwei Spiele machen müssen. Ja, ja. Man sollte Sack gelb tragen. Ja. Wir haben gelb mit.
Open Air sind. Great tackle, Max! I'm glad you played in England! Thank you.
Go on, Max. Go on, Max. I mean, he made distance. He didn't make distance. Go on, mate. Go on. I'm trying on that, I'm trying to get the
Von ihm vielleicht auch. Grün fertig. Grün fertig. Was denn machen wir? Ich sehe nur grün und rot, ich wusste nicht. Okay.
Hat er gut geredet. Hat er gut geredet. Penalty. Wenn das vorhin ein Penalty war, dann das auch. Warum spielen die den? Go!
Gut stressen, ne? Die fehlen, ja. Komplett. Gute Meter gemacht, ne? Cool. Siehste? Dann ruf die doch mal an, bitte, und sag, ja, ey. Ich arbeite nicht bei dieser Stadt. Dortmund. Ja, ja, egal, als Kollegen kannst du da doch anrufen. Ja, kann ich. Ist die Gas? Wir sind Gas geben. Also, ich meine, ich kenne nach 40 ein Jahr. Sieh dich noch. Ja, aber ich weiß halt, dass so Vergabe von Sportstätten immer so ein kritisches Ding ist. Gerade für Sportarten, die halt jetzt nicht so viel haben. Da hast du halt viele, die halt über Sportbuch haben oder Fußball, da ist da allgegenwärtig hier. Richtig. Dagegen anzukommen ist mega schwer. Das wissen wir mittlerweile. Dagegen anzukommen geht nicht. Ich spiele ja selber Faustball, weiß nicht, ob ich das was sage. Faustball ist auch so ein unbekannter Sportart, das ist ein bisschen wie Volleyball. Aber halt auch mega unbekannt und wir haben halt auch immer Probleme oder Hallenzeiten. Wir haben auch Winterhallensaison. Ja. Ganz schwer da irgendwie durchzukommen. Samstags um 22 Uhr, habt ihr eine Falle. Ja, es ist wieder eine Chance für andere Sportarten, die da ein bisschen kommen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ja, das ist halt undankbar, ne? Voll lange einfach nur. Und was willst du da machen? Du kommst ja nicht gegen an, du kriegst keinen Platz, gar nichts. Aber es wären Kapazitäten da, oder? Dortmund ist eine Riesenstadt, also ich sehe da kein Problem. Definitiv. Das ist ja. Ja, also ich weiß, bei uns ist zum Beispiel auch ein Problem, dass man dann sagt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Plätze teilt, ne, also mit Fußballern, darfst du den nicht kaputt machen für die Fußballer. Weil hier, ne? Ja, ja. Filmst du mal, Phil? Kannst du mal kurz filmen? Nee. Gerne. Wenn die irgendwie sagen würden, so, hey, da ist doch Platz nach dem Motto. Aber das ist doch nicht deren eigener Platz, dauert schon. Haben die auch keinen Anspruch darauf, irgendwelche Forderungen gegen euch zu stellen, als dann städtische. Ja, das Problem ist natürlich aber. Nur da müssen wir erstmal reinkommen irgendwie. Ich weiß nicht, wo es lange dauert. Genau. Und vor allem ist das Ding ist ja, gut, das ist ja wieder spaßig. Aber. Ja, aber der es gründet, hat sogar, der wohnt in Dortmund. Ne? Der es gegründet hat, wohnt in Dortmund. Also ist das nicht irgendwie, dass ein Ausstädtler sich da irgendwie registriert. Das ist ein Dortmunder. Ja, aber macht das nicht. Und
das ist jetzt einfach nur hin und her zoomen. Und hier stoppt, wenn ihn zum Beispiel einen Versuch legen, schmeißt du auch die Leine nach hinten, genau, kann man stoppen. Kann ich ihn nicht wieder klatschen. Hello, son! Ja. Und hat dann, aber der hat sich halt in eine andere, in eine Sparte von einem bestehenden Verein als eingeklebt. Weil da hat er auch das ist halt, weil er meinte, das ist halt einfacher, weil wir haben halt schon bestehende ja, Vereinsstrukturen und das ist dann einfacher, so eine Abteilung. Weil die damals gesagt haben, der ARB hat gesagt, wir sind der einzige, der für den Ready für Rugby. So, dann kommen wir da schon mal nicht rein, weil Rugby gleicher Name und so. Ja, ja, das ist auch immer, wenn man es nicht raus. Weiß. Ja, ja. Genau, die halten uns raus. Und dadurch haben wir Fördergelder nachteilen. Kennst du das? Wieso, wie mach ich nicht? Und genauso, wenn du nicht im BOSB bist, kommst du auch nicht in den Stadtbruch. Wenn deine Sportart nicht gerichtet ist. Das liegt halt auch teilweise an den internen Strukturen des Verbands selber, weil die halt auch nicht so arbeiten kriegen, nicht Marketing-technisch, einfach, ja. Das ist einfach nach kombinierten attraktiv zu gestalten für Zuschauer und so, ja. Wenn du das nicht schaffst, ein bisschen das auch populär zu machen, ist klar, dann hat schon. Jetzt ist das mal eine Entscheidung. Ja, ihr wollt. Einen Vorteil hat das Spiel gleich. Ich kann meine Ankicks üben. Stimmt's. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das war nur Standby. Aber das ist auch Quatsch. Ich könnte gleich auch einen Job voll machen. Mit einem Punkt. Komm, mach einen Home Run. Wäre. Mach mal bitte. Halbes Jahr Maximum, sagen die dann. Mhm. Ja, aber das ist halt nicht so, dass es in Norden genauso läuft. Also, ja, die Sache ist, die Katze beißt oder der Hund beißt sich in den Schwanz. Was spielt ihr denn? Ja, seid ihr bei den Schulen gegangen? Nochmal. Schulen, also weil ja? Ich weiß ja, Basti hat ja jetzt auch eine Rugby AG, jetzt ist er natürlich Lehrer, das ist, hat er natürlich auch die besten Voraussetzungen. Hat er jetzt beides parallel, hat jetzt eine AG, ob da hinterher ist. Wenn die sagt, das ist für die auch irgendwie interessant, dann unterstützen die euch vielleicht. Pädagogisch wertvoll. Ja, kann ja durchaus sein, so ein bisschen, ne? Aggressionsaufbau und so. Ja. Testosteron loswerden. Das Problem, was wir halt haben, ist, wir müssen uns immer gegen den Fußball durchsetzen. Ja, ich weiß. Also ich gehe bei mir vor die Haustür, ich habe 6 Vereine bei uns im Ort. Und, ja, aber ist es nicht so? Es ist ja überall so. Aber ich glaube jetzt, also ich weiß mal, was die jetzt, die sind da alle so heiß drauf. Aber ich glaube, der hat da jetzt eine U16 am Start. Da ist einer, der spielt seit 3 Monaten Rugby, ist schon in der NRW-Auswahl jetzt. Ja, so soll es sein. Das ist halt Naturtalent anscheinend, ne? Ja. Aber die haben da und dann direkt einer bei dem ersten Auswahllehrgang direkt der eine Schüssel reingebrochen und fällt 3 Monate aus, aber der Kassel, vielleicht schaffe ich auch nur 2. Also er ist halt schon richtig heiß drauf. Also das ist auch mal was anderes. Ich meine, ich glaube, was die kann auch ganz attraktiv verkaufen, so wie er halt angeht, aber er hat jetzt sich zum Beispiel. Da hat irgendwie die AOK, hat irgendwie sowas ausgeschrieben, da musste sich bewerben. Jetzt hat er irgendwie, dadurch, dass er sich mit der Bewerbung da so viel Mühe gemacht hat, kriegt er jetzt 5.000 Euro Zuschuss für seine AOK. Ja. Ja, genau. Da haben wir nämlich auch wieder von gekommen. Ja, da ist natürlich ideal, da, ne? Weil so 5.000 Euro kostet sich auch wohin damit. Ja gut, aber er hat vorher zum Beispiel, hat er dann seine Trainerstunden sonst gemacht. Kriegt er selber zumindest erstmal für ein Jahr lang so, Trainergeld. Ja, gut. Und Equipment, Trikots, ja. Alles mögliche, vielleicht Fahrtengeld, dann ist er irgendwie, der irgendwo dann läppert sich schon, dann kommt schon weg. Gut, das stimmt. Ja, ich habe das ja alles in meiner Arbeitszeit irgendwie. Das passt dann ja immer ganz gut. Und dadurch, dass das halt dann so ein Trend wird, kommt natürlich bei der Schule auch an. Der Schulleiter.
Der sagt natürlich, das hat früher auch gute Verbindungen für die Schule. Und der sagt natürlich dann auch, er findet es super. Und dann unterstützt er halt auch. Wahrscheinlich auch schön in der Presse dann. Ja, ja, genau. Ich denke auch, wenn man das fördert, ist es nicht so gut. Aber das ist ja auch Leute, ja. Ist auch, also, dann, ja, hier. Ja, weiß ich nicht. Der hat ja schon jetzt den zweiten Verein gegründet. Also, der hat ja jetzt vor dem Verein gegründet, dann ist er ja weg. So ein Ort gequetscht, mehr oder weniger, wo der Union-Verein eben auch schon war. Ja. Und wir haben halt gesagt, das Problem, was wir haben, ich arbeite am ganz anderen Ende der Stadt. Ja, das bringt also nichts. Mehr. Muss ich, glaube ich, ey, was wir alles diskutieren. Ich würde so gerne was sagen. Wie viele Leute seid ihr denn? Wir drei. Nee, es sind ja immer 7 Gründungsmitglieder. Ne? Die anderen gibt es nur auf dem Papier. Oder was? Nee, die gibt es schon, aber einer hat irgendwas am Rücken, einer ist in Australien. Das waren 5, einer ist minderjährig, der kann hier nicht mitmachen, oder besser nicht, sagen wir so. Aber das ist ja die Sache, ich habe allein dann hier in der Einrichtung 30 Kinder hier. Ja, aber wenn ich da keinen Platz kriege, die Kiddies, wollte ich eh nochmal mit Basti sprechen, dass man sich einfach mal am Samstag irgendwo in der Mitte trifft vielleicht. Ach so, ich dachte jetzt Basti. Ja, das jetzt auch. Also das wäre jetzt also für den Samstag auf jeden Fall. Ich meine, ob man deine Kids jetzt ordentlich mit deiner Gruppe auch zusammenführen könnte. Schwierig, gerade mit Kindern, wenn die reisen müssen. Ja, ja, das ist klar, da musst du halt... Du musst die Eltern involvieren, du musst einen Platz haben, du musst genaue Zeiten haben. Das ist Hattingen, bei Bochum. Aber Spiele da möglich, glaube ich. Weil so weit ist es jetzt gar nicht. Spiele vielleicht möglich. Irgendwann. Ja, klar. Ja, ja, es kommt aber. Ja, ich denke auch, es geht. Es wird. Aber ihr habt beide aber jetzt auch keine Interesse in der Jugend zu spielen, oder? Null. Also ich jetzt nicht. Ich fahre mal nach Holland.